und herzlich willkommen zum nächsten Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ich stelle euch heute mal wieder ein paar Mod-Charaktere vor. Letztes Mal war es Bardock, diesmal wird es Freezer sein. Was ich nochmal anmerken wollte, dies ist jetzt auch nur so ein Testvideo. Es sind jetzt keine besonderen Charaktere, Mod-Charaktere, sondern auch ältere. Es ist aber trotzdem ein Testvideo, um nur zu wissen, wollt ihr mehr davon, wollt ihr mehr Mods, wollt ihr es nicht? Wie gesagt, zeigt es mir einfach mal mit einem Daumen nach oben oder einem Daumen nach unten. Wenn die Mehrheit natürlich Daumen nach unten hat, dann werde ich aufhören mit diesen Mod-Videos. Auch wenn es sehr schade wäre, weil eigentlich hatte ich mein Channel-Kanal nur deswegen aufgebaut. Ihr könnt mir natürlich auch Verbesserungen in die Kommentare schreiben. Ihr dürft mir, wie gesagt, alles, was ich falsch mache, weil ich sehe öfters mal bei den Mod-Videos, dass negative Bewertung drauf ist und alles sowas. Ja, es ist nicht so schön. Ich meine, klar, kann immer mal was sein, dass einer das Video nicht mag, aber sagt mir doch bitte, warum. Okay, so, ich laber jetzt aber gar nicht mehr lange. Wir sehen uns dann gleich beim ersten Charakter. So, da ist der erste Charakter. Das ist Freezer in diesem Rollstuhl. Dieser Freezer, der sollte mal in irgendein Spiel dabei gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es Budokai 3 war oder doch Tenkaichi 3. Auf jeden Fall wurde der in Deutschland verändert, sodass er nicht bei diesem Raumschiff sitzt. Fand ich sehr schade, weil so gefällt er mir auch sehr gut. Natürlich ist das ein bisschen schwer umzusetzen. Aber, ja. Natürlich ist das ein Mob-Charakter. Er greift nicht wirklich gut an, weil das ist nicht gut umgesetzt. Er greift ganz normal wie Freezer an. Aber die Attacken da deswegen sehen auch besser aus. Er kann sich nicht verwandeln. Er hat die Druckwelle, Todesstrahl, Todeswelle. Und ja, ganz normal wie eigentlich alles mal. Kannst du sagen, wie aus Dragon Ball Legends, der Freezer Supernova als Ulti. Und die volle Kraft-Energiewelle. Also der Freezer ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Diesmal wird es, glaube ich, sogar ein längeres Video. Oder vielleicht auch nicht, weil die Charaktere haben jetzt nicht so besondere Attacken. Deswegen werde ich da schnell durchgehen. Und ja. Wir fangen natürlich immer langsam an. Und ja, das war der erste Freezer. Und wir sehen uns dann gleich beim zweiten. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Charakter. Es ist Freezer, dritte Form. Warum ich mich immer noch frage, warum sie diese Form nicht ins Spiel mit eingebaut haben. Fand ich natürlich auch schade bei Cell. Ich meine, ich finde es echt kacke, dass die manche Formen hier wirklich vergessen haben. Wie bei Freezer. Diese Form habe ich gerne gespielt in Tenkaichi 3. Die war wirklich stark. Und hier haben sie die einfach ausgelassen, weil sie Bock darauf hatten. Warum auch immer. So, Todeshieb. Und so, er kann auch die Supernova. Fällt mir sehr, 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 sehr gut. Wie gesagt, die Charaktere sind zwar nicht besonders, aber sie sind echt gut gemacht. Meine, so einen Charakter herzustellen ist bestimmt nicht einfach. Und wie gesagt, ich frage mich immer noch, warum sie diese Form nicht mit eingebaut haben. Genauso wie bei Cell, aber gut. So, das war schon der zweite Freezer. Wir sehen uns gleich dann beim dritten. So, hier haben wir natürlich noch einen Base-Form-Freezer. Form Metal Black. Hat auch noch die normalen Attacken. Hier sehen wir nochmal die finale Form. Die brauche ich euch aber auch noch nicht mal noch mal extra zeigen. Der hat natürlich auch die gleichen Attacken. Und die hatte ich euch ja gezeigt, also beziehungsweise nicht gezeigt, aber er hat auch nicht wirklich andere Attacken wie dieser Freezer hier. Die Todesmeteor, die ist ne, die ist nicht neu, aber okay. Natürlich auch die Supernova. So, und das war schon der nächste Freezer. So, dann machen wir noch einen Freezer und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Wir noch mal einen goldenen Freezer, Metal Black.
Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Würde mir sogar echt gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch eine coole Aura. Natürlich haben die das Moveset nicht geändert, finde ich auch gut so. Und Batsch. Die Herrscherklinge, bam. So, den Herrscherschlag. Oh, das ist wieder so eine Attacke, die nichts für mich ist. Todesstrahl des Kaisers, eine sehr starke Attacke. Und die Supernova. So, aber wir machen natürlich noch wieder mal einen Bonuscharakter, damit das Video nicht so ganz so mau ist. Ja, bis gleich. So, jetzt haben wir hier nochmal einen richtig coolen Charakter. Den habe ich euch natürlich schon mal gezeigt, aber ich würde ihn euch gerne nochmal zeigen, weil früher hatten meine Videos ja noch nicht so viele Aufrufe wie jetzt. Ich glaube, den haben zwei Leute oder sowas angeguckt. Ja, es ist Son Goku Spectre, ein verdammt geiler Charakter. Kann sich sogar noch verwandeln. Ihr seht ja, verdammt geil sieht er auf jeden Fall aus. So, und ihr seht, er ist auch verdammt schnell. Greift sogar sehr cool an, also anders auch. Und denk mal, zum Abschluss ist dieser Charakter wirklich gerade perfekt. So, er lädt sich so auf, also wirklich verdammt cool. So sieht das natürlich aus. Mit der blauen Aura finde ich viel besser. Er kann natürlich die Alpha Kamehameha, die sieht echt verdammt geil aus. Super Elite Hand Spectre. Ist also eine verdammt starker Mond. Wish granted I Alpha Kamehameha. Auch so eine heftige Attacke. Den Ultra Backflip, Entschuldigung. Und die Gigantic Spirit Bomb Kamehameha. Aber das war ja noch nicht alles. Er hat noch die Killer Kamehameha Swift Action. Die sieht echt verdammt geil aus. So, wir wandeln uns aber nochmal. Machen das Ganze nochmal. Das ist doch. Ist, also stark ist der jetzt nicht wirklich. Aber. Er ist schnell, er sieht cool aus. Das war der letzte Charakter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von diesen coolen Charakteren sehen wollt, sagt es mal Bescheid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.